Hallo und herzlich willkommen zu meiner Videorezension. Ich dachte, anstatt euch das umständlich zu beschreiben, zeige ich es euch einfach mal, wie man die Föhnhalterung, die ihr hier sehen könnt, an die Wand anbringt. Neben der Föhnhalterung ist noch eine Spritze dabei, die das Vakuum erzeugt und eben die Halterung an sich. Die Halterung an sich wird einfach an die Wand herangeklebt. Oben ist ein kleiner Punkt, der zeigt euch, wo oben sein soll. So. Einfach ran. Spritze aufsetzen. Eins. Abnehmen. Zwei. Drei. Und vier. Die Bedienungsanleitung sagt viermal. Ich mache es aber fünfmal, einfach zur Sicherheit. Das wäre es schon gewesen. Dann das Teil hier ran, zack, und da hängt es auch schon an der Wand. Föhn, zack, da ist er drin. Und hier unten kann man dann ja noch die Kabel aufhängen, wie es dann einem beliebt. Das kann man sehr schön ordentlicher machen. So auf die Schnelle geht's. Nur um euch mal zu zeigen, ob das auch was aushält, nehme ich es nochmal ab hier. Ich gehe einfach mal ein bisschen, ein bisschen Kraft hierher. Also ihr seht, ich musste mich jetzt gerade mit beiden Armen in das Ding hinein lehnen und dann geht es ab. Aber ein Föhn ist natürlich bei weitem nicht so kräftig wie meine beiden Oberarme. Insofern ist das also okay. Jetzt kann man auch sehen, was ist, wenn man es abmachen will. Dann macht man es wieder einfach an eine neue Stelle. Das gleiche einfach nochmal. Ich will ihn daher haben. So. Und ran damit. Und das wär's wieder. Und das hält super, sicher. Kommt von meiner Seite aus eine Kaufempfehlung. Ich finde es wirklich ein tolles Teil. Kann man überall auch aufhängen. Davor lag es immer irgendwo auf dem Schrank und da ist es schön neben dem Spiegel immer gut erreichbar. Ich zeige euch nochmal das Ganze. Ist also wirklich schön. Hält. Ja, also, das wäre es gewesen. Ich hoffe, es war hilfreich für euch und dann schönen Tag noch. Ciao!